Servus Freunde, willkommen hier zurück auf der Stappenbach. Wieder mit an Bord ist der Steffen. Hallo. Und das war's. Ja gut, ich noch. Wir sind heute nur im Duett. Hobbit ist verhindert. Hat noch ein bisschen was mit der Schule. Stress zu tun. Abschlussfeier. Ja, dann gehen wir halt hier, machen ein bisschen zu zweit was. Ich werde jetzt mal hingehen, weil mein Freilandsilo, was beim letzten Mal nicht alles in die BGA gegangen ist, jetzt mal ein bisschen leere und die BGA füttere, dass ich mal ein bisschen Geld kriege. Steffen hat da eins auch schon ein bisschen gefüttert. Ist auch schon alles weg, soweit ich weiß, aus seinem Silo. Ja. Ich mir, okay, dann bin ich jetzt an der Reihe. Gut, Steffen hat jetzt halt das BGA-Silo leer gemacht. Ich habe mein BGA-Silo noch randvoll mit 400.000 Liter. Hab jetzt da die 180.000 Liter. BGA warten wir noch ein bisschen. Sehen wir uns auf für den ganz großen Schuss, wenn ein Ball hoffentlich einer kommt. Und das eine Maisfeld, was wir jetzt noch haben, das können wir theoretisch auch da wieder in den Kippen. Mir die 200.000 Liter so ein bisschen verschaffe. Der Sonnenblumenfeld habe ich schon geerntet. Das war auch schon reif. Die anderen Felder sind auch schon fertig. Theoretisch beim Christian, wenn mir mal Luft krächte, könnte man beim Christian auch weitermachen. Aber man jetzt ein ganzer Tag wirklich fast nur mit unseren Feldern zu kämpfen gehabt. Also man hat jetzt schon genug Arbeit mittlerweile. Mit Ernte, Aussee, Dünge. Ja. Das ist schon heftig, aber man hätte gedacht, dass es so schnell geht, dass jeder wirklich so in die Bredouille bald kommt mit seinen Feldern, dass er alles an einem Tag rät. So langsam geht es bald los, dass man auf zwei Tage dreschen muss. Oder naja, Drescher, größerer, wo schneller läuft. Miete. Oder halt kaufen, je nachdem wie man das Geld hat. Und was man halt davor hat mit seinem Geld, wenn man es hat, ne? Jo. Ob man sich eher auf Felder geht oder eher auf Maschine oder ob man sich gleich Hof holt. Mit der Rinde, der dann sein Geld noch mitverdient. Das ist jedem seine Sache. Aber ich glaube, wir dürfen jetzt den Hänger auch voll haben. Problem ist, ich sehe es nicht. Weil ich keinen Schlepper von der Drohne habe. Theoretisch könnte ich hier um Christian so einen Schlepper von der Drohne hängen. Das macht ja nichts, wenn die Schaufel nichts mehr abkippt, müsste er eigentlich voll sein. Ja, ja. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Jetzt dürfte theoretisch nichts mehr hingehen. Scheiß Hecke. Schneid's ab. Jo. Ist voll. Das heißt, wir fahren zurück. Los, der Frontlader, los, ich gerade da. Ich jetzt mit drauf hänge. Stellen wir gerade da ab. Hoffen, dass er noch da ist. Wenn ich zurückkomme, hätte das nicht irgendein Schrotthändler abgeholt, aber ich habe nur 3000 Liter drin gelost, also. So, jetzt klingelt es aber ordentlich in der Kasse. 33.000 Euro haben wir drin im Hänger. Den bollern wir jetzt komplett und hin. Schlepper packt es kaum vor hochzuziehen. Ich muss jetzt natürlich auch ein bisschen Buchführung mitführen, da der Hobbit nicht da ist. Ich muss das Ganze ein bisschen mitnotieren, was man in Kohle macht, jeder. Dass das auch in unserer Buchführung sauber und korrekt eingetragen wird. Zucht in Ordnung. So war doch was, gell? So ist es. So,
So ist es und so wird's ableiben. Hoppla. Hast du in die Hecke gefahren? So, Steffen, so neu ist die Errungenschaft. Der Hanomag. Der hat der BGA geschaufelt. Gott sei Dank ist der Silo leer, kann ich hier rinfahren. Ball nimm ich. Ich wollte gerade sagen, los ist nur leer. So, Förderband habe ich mal ausgeliehen, dann geht das Ganze ein bisschen flotter. Jetzt muss ich mal oben kurz merken, 283.000 haben wir. Das heißt, wenn ich abkippe, hätten wir theoretisch 216.000, knapp. Ob das so hier hat, weil gestern haben wir ein bisschen Probleme gehabt. Gut, 21.000, mal ein bisschen was abziehen, also sind wir mal 213.000, sagen wir mal. Müssen wir ungefähr haben. 313. Gut. Und ab geht's, jo, 313. Kommt hin, ne? Ja, fast. Das gibt's nicht. 7 Cent. Göttlich. Weiß noch, was sind die Sinkers? In Kaffeekas. Alter Schwede. Ja, weil irgendwie das, was man im Hänger hatte, hat ja uns über den Multi-Overlay auch gezeigt. Das hatte Steffen gestern gemerkt. Und zwar hat er in der Schaufel immer so an die 7.000 oder 8.000 Euro drin gehabt. Und jedes Mal, wenn er was nie gekippt hat in die BGA, hat er irgendwie nur 4.000 Euro gut geschrieben gerät. Hat immer nur die Hälfte, was eigentlich in der Schaufel drin war, wie es uns auch zeigt. Jetzt haben wir natürlich gedacht, vielleicht kann man noch irgendwo BGA, Silage abkippen. Und verkaufen, dass vielleicht nicht der höchste Preis ist, aber ist nicht so. Man kann es nur an der BGA abgeben. Also, ist der Heiger, Mohigan, der schlaue Fuchs. Und hat mir im Giants Dealer die Map aufgemacht. Und hat einfach mal den Multiplikator hochgestellt. Von der BGA. Und schon passt das ziemlich. Was in der Schaufel ist, kriegen wir jetzt auch beim Abkippen in die BGA. Nicht wahr? Ja. Nichts mehr hinzuzufügen. Ne? Voll und ganz im Recht. So. Abgestellt. Und auf ein neues. Das macht da mal Spaß. Wenn das wirklich so wäre, ne? Ich glaube nicht, dass ich in Wirklichkeit so viel Kohle kriege für BGA. Wobei, man kann eigentlich schon ausgehen, dass es viel gibt, weil man sieht fast nur noch. Aber mir ist früher nie so viel Mais aufgefallen. Dir? Ja, ja. Es ist mehr, ne? Ja. Also läuft eigentlich, haben wir fast so das Hauptgeschäft nur noch mit BGA. Von der Bauer, oder? So würde ich es fast nur sagen. Ja, ja. Kann man so sagen, ja. Überall, wo du siehst, mindestens fast jeden Tag mindestens an zig Maisfelder vorbei. Fast nur noch Mais drauf, überall. So bei uns da in der Gegend. Hm. Überall große Maisfelder auch gesät. Silos, da gefallen mir auch richtig gut jetzt mit der Silage drin. Schon nicht schlecht.
Für mich reizt wirklich nur der neue Glasdrescher, ne? Ich glaube, ich mache den mal irgendwie auf ein Single-Safe-Game und probiere ihn mal aus. Ja, ich hab doch eh runtergeladen. Runtergeladen habe ich noch, ja, aber halt nicht auf dem Server. Ich schmeiß nur mal ein Single-Game hin und testen mal. Das Stück. Das ist schon. Matthew, bist du rausgeflogen? Ja. Oh, dann mache ich mal schnell den Safer. Wieso bist du jetzt rausgeflogen? Keine Ahnung. Ich will da was auch. Also hast du wieder was geliehen, ey, ne? Nein, nein, gar nicht. Ich war gerade auf dem Weg, fahren da hoch. Okay. Das ist komisch. Hänger ist wieder voll. Dann stellen wir Frontlader. Fahrt wieder durch. Zack. So, Strich in die 33.306. Könnte man wirklich schon fast mit zwei Förderbändern schaffen. Oh, Synchro Party. Ich habe das mal Zeit. Hallo? Ja, bitte. Ah, nur Hallo gesagt. Ah, jetzt. Jetzt kann man wieder fahren. Hat mir aber nur so ewig vorkommen hier mit der Synchronisation. Da. Bisschen Flocke hier. Jetzt müssten wir knapp 345.000 drin haben, wenn wir fertig sind. Aus. Was ist los? Ist er aus oder was? Was ist aus? Ja, das fährt der Band wohl aus. Keine Ahnung warum. Hier war Ausgang. Frechheit. Ach, wie das läuft. Herrlich. Bin begeistert. Das Ganze noch ein paar Mal, bis das Silo leer ist.
lang gesteffen, seien sie nicht voll hat. Dann können wir nämlich schön mit dem Steffen so Silo rennen und dann rückwärts ans Band stoßen. Wo fahren wir jetzt einfach mal das Feld drüber? Das geht noch keinem, ist auch nicht auch gesät. Weil dann können wir direkt im Maisfeld, wo ich schon habe, ohne Ohr, ohne wieder hinfahren und abdecke. Tausend Liter haben wir noch drin. Aber die 100.000 Liter will ich euch jetzt nicht nur zugucken lassen, wie ich die wegschöffel. Deswegen würde ich gerade sagen, war es das für den Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei sind. Bis dahin. Rinhaue. Tschüss.